voll das crazy Wetter, so von der einen Seite bam, so die Sonne von den anderen, so Regentropfen. So einfach bekommt man einen Free Coffee. So, denkst du, kannst damit fahren? Normal kann ich damit fahren. Tada! It's me! Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video! Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Echt? Nein. Boo. Was geht ab? Ich bin Caramella, hinter der Maurices Kamera. Was geht, Leute? Ich hab hier etwas ganz tolliges, rolliges in meiner Tasche. Das rolle ich nicht immer, wenn Katzen so, Bock auf. Nein, das ist drollig. Ich musste gerade noch eine Tasche von meiner Freundin abholen, weil ich dumm bin und die da vergessen habe. Deswegen hatte ich seit 2 Tagen keinen Schlüssel. Ich habe dir auch was mitgebracht, Maurice. Was denn? Fang. Wow, das war so cool. Ey, Kim, fang. Oh, voll gut. Was könnte uns dieser mysteriöse Pfeil sagen? Wir rollen mal den Ball entlang und gucken. Oh. Alter, Maurice, da ist noch ein Pfeil. Lass uns den Pfeil folgen. Ich erblicke noch mehr Pfeile. Oh Mann, macht das Spaß. Er ist nicht der Weg, wo wir lang müssen, oder? Du wolltest doch folgen. Lass es da stehen, Mann. Hey, das ist for free. Geht das rauf? Ja, ehrlich. Und ihr kennt mich. Immer wenn man was umsonst bekommen kann, nimmt man es mit. Okay, ich lasse jemand anderem die Chance, dass er das mitnehmen kann. So ist es viel besser platziert. Schlau, oder? Hier! Richtige Fahrschulsituation. Test! Danke! Wir haben euch noch gar nicht erzählt, wo wir hingehen. Und zwar gehen wir jetzt zu meinem Dad, denn wir haben eine neue Kamera und wir holen jetzt noch ein Weitwinkelobjektiv. Weitwinkelobjektiv dafür. Wir haben jetzt die Sachen für die Kamera geholt. Kim geht ihrem täglichen Alltag nach. Sie wühlt wieder im Müll. Nein, wie immer. Ries, ich habe hier was Cooles gefunden. Achso, jetzt kommt ein Witz, Leute. Wartet. Jetzt kommt ein Witz. Ich habe hier gerade zufällig Kamerazubehör für unsere Kamera drin gefunden. Oh mein Gott, dass der so gut wird, das hätte ich nicht gedacht. Aus dem Müll. Leute, sie immer wieder. Täglich muss ich mich immer totlachen. Maurice, ich habe gerade eine wichtige und interessante Information erhalten. Soll ich sie mit euch teilen? Okay, alles klar. Dankeschön, tschüss. Auf Wiederhören. Bis dann. Ja, danke. Ja, wünsche ich auch. Manfred, ja, wir hören uns, ja. Alles. Okay. Und zwar habe ich gerade einen richtig krassen Geheimtipp bekommen und den werden wir jetzt ausprobieren. Es wurde gemunkelt, wir kriegen vielleicht etwas Krasses gratis. Wollen wir dahin skaten? Mann. Wisst ihr, was das Chillige an diesem Board ist? Es chillt einfach überall. Es hängt einfach mit dir ab. Wow, wie cool. Ich habe mir das gekauft, weil es schön aussah, ehrlich gesagt. Ich dachte so im Sommer, Skate-Style-mäßig. Steht dir überhaupt nicht. Warte, mit meinem bunten Oberteil. Nein. Wenn ich so auf einmal loslege. Du wirst dir so den Arm brechen. Ich habe halt gesagt, sie soll sich das nicht holen. So, denkst du, kannst damit fahren? Normal kann ich damit fahren. Ey, wieso bist du so überzeugt davon? Los, fahr mal. Ich möchte mal sehen, wie du es machst. Oder warte, wir fahren einfach. Wenn du so gut bist, fahren wir den Berg runter, okay? Ja. Okay, Kim, bist du bereit? Einmal von der Mitte, okay? Ich will nicht, dass du stirbst oder den Arm brichst. Das ist voll der fette Berg, Mann. Oha. Ich fahre einfach dieses Geländer hier runter, im Stehen, und ich wette, ich breche mir nichts. Ja, vielleicht sollst du das Board vielleicht mal richtig rumhalten, Kim. Da geht sie hin. Ich habe ihr gesagt, bestell's nicht, du brichst ihren Arm. Aber jetzt werdet ihr es sehen. Bin ich mal gespannt. Mach. Los, Mann. Ja, Mann, bin ich. Los. Was ist das denn? Steh mal auf. Oh, Alter, ist so gut. Au! Hey, los, du kannst es doch so gut. Okay, Mann, ey, du fährst 10 cm. Können wir die Szene abbrechen, bitte? Kim, ey, du bist ein Meter, super, super toll gemacht. Du, okay, ich will ja sehen, wie du das jetzt machst. Ich hab nie gesagt, dass es kann, aber ich kann es trotzdem besser als du. Als ob. Ey, du siehst aus wie dieses. Oh mein Gott. Okay, wenn ich bremsen könnte, wäre ich besser als du. Kannst du bitte sagen, dass du nichts kannst? Sag jetzt. Ich bin Kim und ich kann keine Sportarten. Ich bin Kim und ich kann alle Sportarten. Ja, man kann auch nicht hier anfangen. Wir müssen auf den Skateplatz oder so. Ja, dann gehen wir gleich dahin. Also, bist du bereit, dass ich jetzt mit diesem Pennyboard einfach auf der Straße fahre? Nein. Wir müssen irgendwas Spektakuläres damit machen. Fahr 5 Meter unfallfrei. So, Leute, wir werden jetzt auf geheime Mission gehen. Wir sind jetzt bei Subway. Und ich habe eben über das Telefon gehört, dass man eventuellerweise sich einen Free Cookie schnappen kann. Und das werden wir jetzt ausprobieren. Und dafür, wow, das war cool, oder? Nein. Und dafür sneak ich mich jetzt erstmal rein. Hier ist
Okay, jetzt bin ich im Subway drin und jetzt schnapp ich mir einen Bon, weil da findet man einen Code, mit dem man sich ein Free Cookie schnappen kann. Der Trick ist, dass ihr selber eigentlich gar nichts kauft, sondern den Bon einfach von jemandem nimmt, der schon hier was gegessen hat. Also, du willst ein Cookie, gib uns Feedback später und das machen wir jetzt einfach mal. Ich habe jetzt meine Nummer und den Bon und jetzt gehe ich mir den Cookie holen oder willst du ein Getränk? Nein. So einfach bekommt man einen Free Cookie. Und das Witzige ist, ich habe noch mal einen Bon bekommen und da steht drauf, du willst einen Free Cookie, gib uns einfach Feedback. Tada! Das ist so schlau, ihr müsst immer alles nutzen, was geht. Ey, heute hört es nicht mehr auf. Ich habe gerade ein Glücks-Penny-Board gefunden. Es fängt einfach an zu regnen und wir können eh nicht so gut damit fahren. Deswegen lass uns einfach diesen Bus nehmen. Komm. Es regnet einfach. Es ist so grau, es ist so scheiße. Und wir haben uns gerade extra ein Busticket gekauft, um zum Skateplatz zu fahren. Was machen wir jetzt, Maurice? Hast du Hunger? Ja. Lass uns doch einfach die Stadt zum Skateplatz machen, oder? Hier mache ich jetzt einen Trick. Ja, los, mach. Hast du das gesehen? Wow, das war übel der coole Trick. Du bist die Ha. Kim, Alter, du musst doch 2 Meter fahren können. Jetzt ist der Untergrund halt auch sehr nass und rutschig. Kim, geh zu Fuß wirklich. Du bist schneller. Fahr mal mit voller Karacho in diese Boxen da. Als ob ich jetzt mit meinem ganzen Körper voll die Wucht in diese Kartons reinfahre, Maurice. Super. Ey, das ist auf jeden Fall sicherer als dieses Board. Guck mal, man kann auch voll drauf chillen. Hier, hier. Willst du auch mal? Nee, sieht nicht so spaßig aus. Das ist super spaßig hier. Ich würde sagen, wir verabschieden uns einfach von diesem Fahrbord. Ja, ich nehm's. Echt? Ja, ich kann damit fahren. Maurice! Haben nicht diese Aborigines immer so ihre, wie nennt man das, Doodleys? Didgeridoos! Sieht man meinen Mund? Nein. Oh, when the sunshine will shine together, don't you, I'll be here forever. Sieht das aus wie ein Umbrella? Ein bisschen. My Umbrella. Wollen wir den Regenbogen suchen und dann den Schatz? Das ist gerade voll das crazy Wetter, so von der einen Seite bamst und die Sonne von den anderen so Regentropfen. Ich weiß gar nicht, was ich fühlen soll. Dieses Ding verführt mich dazu, Challenges gegen Maurice anzutreten. Okay, erste Challenge ist, wer öfter auf diesem Ding einfach auf den Platz hüpfen kann, okay? Ich glaube, das waren 32 Mal. Hast du Spaß? Nein. Bisschen Spaß macht's. Zeig mir dein lächelndes Spaßgesicht. Hä, du machst noch falsch. Eigentlich geht das nur gut. Also ich habe jetzt safe schon 32. Wer weiter springen kann, okay? Okay. Die Challenge habe ich ja schon mal gewonnen. Also von hier. Von da aus, ja, okay, so kann man das gut messen. Oh. Krass, okay. Ist hier so, ne? Nee, ehrlich, ein bisschen weiter vorne. Ich glaube, ich habe dich übertroffen. Hey, ich glaube, ich bin eine weitergekommen. Ja, mach nochmal, oder? Hey, du bist doch noch ich weiß ganz genau, dass er weitergekommen ist. Ich habe schon gewonnen. Ich wusste es. It's a prank. Herzlichen Glühstrumpf. Wollen wir was essen gehen? Ja. Alter, hier ist noch ein Stück Brötchen drin. Kim. What? Mann. Ja, er läuft auch so dumm dagegen. So, Leute. Das sind voll die krassen Fortbewegungsmittel, ne? Was wollen wir kochen? Wie du willst. Sag du. Keine Ahnung. Sag du, dein Rezept ist eh besser. Das Wetter war heute so farschig, Leute. Das hat einfach alles unnormal versaut, weil eigentlich wollten wir richtig cool skaten und voll die Sommeraufnahmen machen und so. Aber wenn man Daily hochlädt, Leute, dann ist das immer schwierig, weil das Wetter kann man ja nicht einkalkulieren und planen. Aber jetzt kommt noch mal eine krasse Aufgabe und zwar, wenn ich jetzt mit diesem Ding Treppen runterhüpfen. Irgendwie habe ich ein bisschen Angst. Ich mache erstmal mit Geländer festhalten, eine Stufe. Oh, das war gut. Okay. Oh. Das war krass genug, oder? So, Leute, wir gehen jetzt noch was einkaufen. Okay. Hey, Brokkoli ist voll gut. Komm. Ich habe alles unter Kontrolle. Habe ich ihn gefangen? Ja. Krass, Alter. Krass, meiner. Achso, willst du ihn echt haben? Ja. Okay. Wir sind jetzt wieder zurück zu Hause und Maurice macht uns gerade lecker Almondbrot. Alter, machst du Paprika? Ey, du schneidest sie so doof auf, ne? Wirklich. Hast du extra so eine Gurkenpyramide gebaut? Nee, das ist aus Versehen passiert. Dankeschön. Bitteschön. Danke. Wir essen jetzt nur noch und dann ist der Tag eigentlich auch schon vorbei. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Abonniert auf jeden Fall diesen Channel, denn auf diesem Channel hier findet ihr immer krasse Videos. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Peace, 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 peace. Ciao. Fuck this shit, I'm out. Mm-mm. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Don't mind me.
I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. Fuck this shit, I'm out. Nope. Fuck this shit, I'm out. Alright then. I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. I'ma get the fuck up out of here. Fuck this shit, I'm out.